Let's go, der erste epische Brawler. Wir haben den Jack Boomer. Okay, das muss ich screenshotten. Okay, das ist krass. Hey Leute, heute ist Tag Nummer 3 in unserem Brawl Stars Let's Play Projekt. Und das bedeutet, wir haben hier eine absolut krasse Belohnung. Denn heute kriegen wir automatisch, wie ihr seht, ja, Power 5. Power Level 5 für Penny. Übel geil einfach, kostenlos, durch die Daily Login Belohnung. Und weil ich das Ganze gestern abgeholt habe, können wir heute auch noch direkt die zweite Belohnung abholen. Und zwar den allerersten Pin. Für Penny hier auf jeden Fall. Also hier würde ich sagen, war wieder ein guter Start in die heutige Folge. Und wieder danke, dass die bisherigen ersten beiden Folgen so krass bei euch ankommen, dass ihr das Let's Play so feiert. Wie immer, gerne abonnieren, wenn ihr keine Folgen verpassen wollt. Vielen Dank. Okay, wie immer, wir gehen erstmal in den Shop, denn wir haben ja aktuell Weihnachten. Und genauso sieht es aus. Zwei neue Gratis-Geschenke, sehr, sehr geil. Für Tag 10 kriegen wir diesen Kuchen-Pin. Okay, und für Tag 11... kriegen wir nochmal 200 Münzen und das Gute ist halt, gerade am Anfang sind die sehr viel wert und wir kriegen ja auch noch einen Skin bestimmt, Tokens, vieles mehr, was uns am Anfang natürlich sehr viel boosten wird, also ist gutes Timing. Okay, wir scrollen nach, oh mein Gott, wir haben den Jackpot, wir haben den Jackboomer, okay, das muss ich screenshotten, okay, das ist krass. Also, wer es nicht weiß, es gibt die täglichen Geschenke ja in Brawl Stars und alle 30 Tage nur, also einmal im Monat, gibt es diesen Jackpot. Der ist eben größer als die anderen Geschenke, ist jetzt hier in dem Fall 90 Credits. Das ist das Maximum, ich habe keine Ahnung, okay. Und wir holen uns die Credits ab und das heißt, boah, halt für Ems natürlich absolut geil. Alter, was ein Start in die Folge. Ja, genau, und wie immer natürlich, wenn ihr mich supporten wollt, auch natürlich Creator-Code Jojonas im Shop eintragen, wenn ihr irgendwas im Shop kauft. Wie bald zum Beispiel einen neuen Pass. Geiler, kostenloser Support. Danke. Also, und zwar haben wir heute nämlich noch folgenden Plan. Wie ihr wisst, haben wir natürlich zum einen unseren allerersten epischen Brawler. Den können wir direkt aus dem Starpfad ziehen, und zwar Ems. Und vielleicht kriegen wir danach auch dann die erste Auswahl zwischen Brock oder Bull hier. Natürlich auch spannend, aber vor allem haben wir das hier, 700 Trophäen, und da werden wir auch die ganzen Credits herbekommen, denn wir schalten Teamereignisse frei bei 800 Trophäen und vor allem Clubs bei 900 Trophäen auch noch und 320 Credits bei 1000 Trophäen. Das heißt, 1000 Trophäen erreichen, eine Menge Credits mitnehmen, neue Brawler freischalten für die heutige Folge. Auf geht's, euch immer viel Spaß und... ja, mal schauen, was so passiert heute, ne? Das heutige Video wird unterstützt von CodaShop. Mit CodaShop könnt ihr euch ganz entspannt Ingame-Währung für eure Lieblingsspiele holen und bekommt dort noch einen fetten Rabatt. Mit www.codashop.com kommt ihr einfach auf die Webseite. Und schon können wir uns hier ein Spiel aussuchen. Wir nehmen jetzt Mobile Legends. Dort können wir 10% Rabatt bekommen. Zuerst gebe ich meine Benutzer-ID an. Dann habe ich hier das Diamantenpaket ausgewählt, das ich möchte. Dann die Zahlungsart, in dem Fall PayPal. Und zuletzt meine E-Mail-Adresse. Dann können wir ganz unten den Aktionscode eingeben. Jonas10, mit dem könnt auch ihr 10% sparen. Und schon, ja, haben wir eben 10% weniger. Und damit haben wir unsere Diamanten. Wenn auch du bei CodaShop vorbeischauen willst, schau jetzt gerne in die Videobeschreibung ganz oben oder in den angepinnten Kommentar. Dort findet ihr den Link zum Shop. Schaut gerne vorbei und viel Spaß, ja, beim reduzierten Einkaufen. Wichtig ist ansonsten natürlich auch wie immer, ne, ihr seht's hier, wir sind zwischen Stufe 22. Wir kriegen sehr kranke Belohnung, gerade Powerpunkte natürlich hier im Pass. Und was ich mir wünschen würde, wäre natürlich auch der allererste Power 7 Brawler. Denn dann könnten wir uns direkt mit unseren Münzen ein Gadget kaufen. Die muss man inzwischen nicht mehr ziehen. Das wäre natürlich gut so zu wissen. Das heißt, was wir brauchen, sind Quests. Und da sehen wir es schon. Oh mein Gott, ja. Okay, okay, okay. Oh ja, okay. Also, wir sehen schon Solo-Showdown-Quests auf jeden Fall. Solo- oder Duo-Showdown mag ich eh geil. Jam-Cap machen wir vielleicht auch noch. Ich mag den Modus aber nicht so. Und auch viele Brawler-Quests. Okay, dann legen wir heute los mit dem Boxer. Vielleicht können wir sogar diese drei Brawler dann machen, weil ihr seht es ja hier. Also Shelly, Boxer und Nita haben komplett krank viele Quests. Also mal schauen. Wir starten mal mit dem Boxer. Power 4 Solo-Showdown, der Klassiker. Und ich würde sagen, wir machen auch ein ganz einfaches Ziel. Wir wollen mindestens Rang 10 kommen. So, ersten Kill haben wir den bekommen? Ja, haben wir bekommen. Sehr schön. So, sehr gut. Ich glaube, wir haben den ersten Kill. Ja, man sollte sich die Quests vielleicht auch vorher anschauen. Ich weiß. Oh je, Nita will es aber wissen jetzt hier. Sehr nice. Ich finde es auch so geil, dass wir im Boxer halt die Ult gebufft haben, ne? Der macht ja wie gesagt mehr Damage. Und das Geilste ist auf dieser Map, wenn man die Mitte bekommt. Und auf der Trophäenhöhe... boah. Sind die scheinbar noch ziemlich lost, weil irgendwie lassen wir die immer die Mitte übrig. Ja, jetzt bleib endlich stehen. El Primo. Nice. 13 Cubes. Also, es gibt eine Challenge scheinbar. Stimmt. Die ist heute erst rausgekommen. Oh mein Gott, die wird uns so weiter boosten. Die können wir jetzt noch nicht sehen, wenn wir 800 Trophäen erreichen, heißt es. Das heißt, halt einfach den Boxer. Okay, also erstmal die Quests schauen. Also, verursache Schaden, mach Kills, habe ich doch gesagt. 5 von 24 haben wir. Gewinne
8-mal müssen wir gewinnen. Okay, passt. Dann pushen wir den Boxer eh auf 140. Achso, die Solo-Showdown-Quests? Sammle 25 Powerwürfel ein, also Cubes, okay. Ach, und das war's. Die meisten sind Duo-Showdown. Okay, dann machen wir erstmal die Powerwürfel-Quest und dann gehen wir Duo-Showdown einfach. Also wir pushen, wie gesagt, erstmal den Boxer entspannt auf 140. Dann erreichen wir hoffentlich erstmal 700 Trophäen und haben schon eine Menge Quests erledigt. Und dann schauen wir mal. Dann holen wir wieder alles ab, würde ich sagen, auf einmal. Also erstmal holen wir die 8 Siege. 8 Siege reichen eh nicht ganz aus für 140. Ich will aber auf Rang 10 auf jeden Fall pushen. Wäre Lost, nicht Rang 10 zu machen, wisst ihr. Junge, was war das denn für eine Lost? Oh mein Gott, nein. Oh gut, dass die Lost sind auf der Trophäenhöhe, Alter. Die Tamara. Die ganze Zeit fragen, wo ist dieser kackletzte Gegner, ne? Da ist er. Da ist er doch. Let's go. Nächster Win. Sehr, sehr geil. Okay, da sehen wir es nochmal. Wir haben die erste Quest schon geschafft. Sammle 25 Powerwürfel ein. Das bedeutet, wir haben die Hälfte auch für die Boxer-Quest schon fast. Ja, läuft. Und hier auf der anderen Seite? Ja, okay, die dauern noch ein bisschen, aber ist auch nicht schlecht. Und Double Kill. Gut, die Ulti war ein bisschen unnötig. Nein, der hat 7 Cubes, Junge. Was ist denn bei ihm los? Und, oh, der war One-Shot, hä? Nice. Erste Runde gewonnen. Und jetzt die Quests wieder schauen. Komm, das sind die Duo-Quests. Oh, drei. Oh, schon mal 200 Marken. Besiege 24 Gegner, sammle 40 Powerwürfel ein, während beide Spieler aktiv sind. Aha, okay. Gewinne 5 Kämpfe. Heile. Oh Gott, wie sollen wir denn 50.000 Trefferpunkte heilen? Erklärt mir das mal einer. Oh. Alter. Jetzt. So, wieder kurz ein Fortschritt. Oh, 87 Trophäen schon, nice. 100 Trophäen mit dem Boxer und 2 Quests direkt geschafft. Oha. Besiege Gegner. Noch 2 Siege haben wir sowieso, aber... Oh, wir haben noch einiges. Okay, wir müssen erstmal noch weiter Duo machen. So, neue Quest wieder. Richtig geil. 500 Marken, geil. Noch ein Sieg. Und er hat einfach die Wände geöffnet und mich übertrieben hops genommen dann. Ich habe auch nichts machen können. Er hat auch einfach die Wände ja dann offen gehabt. Boah, 10 AP. So, Queen, komm mit. Da ist Queen. Folge mir, Queen. Nice. Okay, oh, nice. Beide Quests geschafft. Geht doch. Wir haben sogar geheilt. Easy, Alter, geil. Das heißt, die letzten 2 Runden können wir jetzt Brawler machen. Die entscheidende Runde für Rang 10, auch mit dem Boxer. Das ist der dritte Brawler schon auf Rang 10. Wäre vielleicht auch schon mal ein ganz schönes Ziel, so alle Brawler schon mal Rang 10 für den Anfang zu haben. Oh, da ist ein Gray in der Runde, müssen wir aufpassen, der ist bestimmt nicht so schlecht. Ah, der rasiert auch ganz schön gut schon mal für den Anfang. Wir machen einfach so ein bisschen Druck und drücken die nach hinten. Ja, nice. Ja, okay, ich glaube, die haben jetzt schon keinen Bock mehr. Hä, der Colt war richtig OP, muss ich ehrlich sagen. Mein Tor, nee, egal. Wir haben jetzt schon mal 140 Trophäen und die nächsten 100 Star-Punkte und gleichzeitig 800 Trophäen. Okay, jetzt wird's spannend. Also, angeblich, wir sehen es auch schon hier, neues Ereignis. Angeblich kriegen wir jetzt eine neue Challenge. Okay, das wäre krass. Wir haben auch hier 8 Sachen zum Abholen. Okay, dann lass erstmal oben schauen. Jetzt bin ich super gespannt. Also, es ist der dritte Brawler erstmal Rang 10. Kurz flexen. Ja, ich weiß, sehr krass. Jesse, Boxer und Gray ist schon mal Rang 10. Geil. Jetzt wird's spannend. 25 Credits, jetzt. Team-Ereignisse. Ja! Brawly Days Herausforderung. 0 von 12 Siege. Oha, wie geil. Gehen rein und wir haben automatisch unsere Brawler Power 11. Wir kriegen Credits. Und Powerpunkte und Münzen. Ja, okay, die Challenge müssen wir schon machen. Und ein Spieler-Icon. 800 Trophäen sind wir. 1000 wollen wir auch noch pushen. Okay, dann bin ich mal gespannt. Wir kriegen jetzt sau viele Credits und Münzen und vor allem auch Powerpunkte. Okay, let's go. Also, Snowtell, also Geschenkeraub hieß es ja früher, ist die Challenge 12 Siege. Und genau, fürs Video werdet ihr jetzt mal so sehen, wie es läuft und vor allem, welche Belohnung wir mitnehmen. Weil die sehen ja ziemlich nice aus, was ich so gesehen habe, ne? Ja, nice, Lex. Ihr müsst ja die Brawler eigentlich automatisch Power 11 haben. Ja, erste Runde haben wir schon mal. Ja, so einer Gray wäre, glaube ich... Wobei, vielleicht auch nicht unbedingt, weil ich... Du musst erst... Nee, lass vielleicht mal lieber. Ey, erster Sieg, wir kriegen 50 Marken, das ist sehr schön. Das heißt... Oder sehen wir es? Oh ja. Wichtiger Schritt wieder für Ems. Sehr gut, weiter geht's. Ja, gute Hits. Oh! Nice. Ist es unser Geschenk noch? Oh, das sind beide auf dem Haufen gewesen. Lol. Jetzt hier einfach das Geschenk verteidigen. Sehr gut. Boah, Junge, wichtig. Jetzt hier. Ja, das war sogar rein. Die ersten 2 Siege und wir kriegen ein Spieler-Icon. Oh, das können wir eigentlich direkt verwenden. Komm, als Flex. Wobei, weil ich finde mein altes sogar cooler mit der Megabox, die trinkt. Junge, wieso passt du mir nicht den Ball? Hallo? Egoistisch. Egoistisch. Habt ihr es gesehen? Er wollte nicht passen. Alter, es wäre echt schlauer gewesen zu passen. Er musste dann auch voll weit zurückrennen. War richtig dumm von ihm eigentlich. Aber egal. Junge, wir rasieren ja komplett, wirklich. Schönes Team. Nice. Dritter Sieg, wir kriegen nochmal 50 Credits. 600 fast. Ich nehme es zurück. Ja, Logo hat verkackt. Logo, nein. Jetzt aber zu mir. Nice.
Ey, wir kriegen noch ein Spieler-Icon beim vierten Sieg. Und zwar den Schneemann. Okay, der ist süß, den nehmen wir, komm. Ja, doch, okay. Bin ich der Einzige? Ich finde den nice. Okay, neue Map. Ja. Toll. Okay, meine Mates haben einen guten Job gemacht. Dann war schon mal weiter. Passt den Ball. Ist kein Ball, ist ein Geschenk, aber egal. Junge, nice. Ey, die Challenge geht auch mega schnell, einfach weil man immer 2-0 gewinnen kann. Oh, wir kriegen 350 Powerpunkte. Ernsthaft? Das ist übertrieben viel. Die können wir am Ende dann direkt ausgeben. Nice. Nice. Alter, die waren gut. Junge. Die waren gut. Okay. Wieder ein Icon. Oh ja, das ist nice. Den Weihnachtsmann. Ich finde niemand besser. Nice. Schönes Ding. Wir sind ungeschlagen bisher. Ganz wichtig. Sehr schön. Das heißt, nochmal 350 Powerpunkte. Oh mein Gott. Wir haben jetzt schon 810. Nice. Das bedeutet, wieder ein Spieler-Icon. Sau viele. Das ist ja ein sau hässliches Icon. Nice. Schönes Ding. Schönes Ding. Ich war sehr still. Muss mich mega konzentrieren. Das war ein wichtiger Sieg. 300 Münzen dafür. Aber Münzen sind ja inzwischen sehr wertvoll. Also. Okay, Sieg Nummer 10. Wir kriegen nochmal ein Spieler-Icon. Und damit geht es jetzt in die finale Phase rein. In Phase Nummer 6. Wie sieht die Map aus? Komm, Logan. Hast du. Yes. Schönes Ding. Schönes Ding. Genauso nicht anders. Haben wir es? Yes. 11 von 12 Siegen damit. Sehr, sehr krass konzentriert hier im Pushen. 300 Münzen. Ah, 300 Münzen. Salzfass. Gut, ja, Salzfass hin und her. Das ist am Anfang nicht viel. Alter, die haben nicht mal einmal das Geschenk berührt, glaube ich. Übel stark. Die Defensive perfekt ausgespielt am Ende. Ey, ultra strong. 12 zu 0 in der Challenge. Herzlichen Glückwunsch. Oh, da kommt noch ein Geräusch. 300 Münzen nochmal. Und ein Spieler-Icon. Eine Socke. 300 Powerpunkte. Sehr viele Credits. Münzen und Icons. Hat sich schon sehr gelohnt. Trotzdem muss er echt sagen. Sind wir durch? Ja. GG's. Wir brauchen noch 200 Trophäen für die 1000. Wir wollen ja Ems freischalten. Also, wir können die Quests würfeln. Machen wir diese ekligen Juwelenjagd-Quests weg. Oh. Das habe ich noch nie gemacht. Hotzone. Lol. Ah, wir haben noch die neuen Modi freigeschaltet. Ups. Die noch. Ja, du schon. Ja, da sehe ich mich eher. Okay. Dann lass doch erstmal die beiden neuen Modi testen, die wir jetzt drin haben. Zum ersten Mal Hotzone und zum ersten Mal Knockout. Die geht wieder. Wir haben gar keinen Bock auf Hotzone. Junge, Shelly, Hotzone ist ja gar nicht mal so schlecht, wenn ich da so vorne stehe und die Ult einfach ready habe. Was wollt ihr machen? Hallo? Das war ja komplette Dominanz. Oh Mann, okay. Hotzone auf jeden Fall schon mal sehr gut gemeistert. Jetzt machen wir noch Knockout zum ersten Mal. Oh, aber Shelly, Knockout ist ja übel lost. Das ist auch die Powerliga-Map, aber da ist Shelly auf jeden Fall nicht gut. Okay, sie ist doch gut. Das spielen alle so komische Brawler. Die spielen selber Shelly, dann ist natürlich easy. Oh, ich bin Unterzahl. Junge, wie sind die beide gestorben? Wir waren gerade noch in Überzahl. Sehr, sehr geil. Übel viele Quests auch, die wir nebenbei erledigen, ne? Klar, vier halt auf einmal. Junge, die kommen von allen Seiten. Weg. Weg. Mate, helf mir jetzt. Du kannst easy abstauben. Ah, du kannst abstauben. Du kannst abstauben. Geh ran. Hol das jetzt. Ah, lauf weg. Hol den jetzt. Okay, er hat's noch gemacht. Das muss eigentlich ins Video rein. Das war echt. Yo, wie das aussieht. Geil. Aber machen wir unseren losten Shelly Skin weg. Der ist so dermaßen hässlich. Das kann man sich echt nicht mehr geben. So. Besser ist es. Normale Shelly, bitte. Einfach so ein virales Video halt. Oh, sehr gut. Die erste Shelly Quest geschafft. Ja! Nice! Oh mein Gott, Leute, die entscheidende Runde von 10. Komm. Oh mein Gott, wie viel Schaden macht er bitte? Er hat mich. Ja. Ach, scheiße. Lost, Chat. Egal. Also, letzte Runde von 10 und dann müssen wir nur noch einen Brawl auf 100, also 100 Trophäen hochpushen auf Rang 10. Und dann werden wir alles öffnen. Ey! Was soll das denn jetzt? Ich bin so mega entspannt und ich sehe wieder hin und der Boxer steht im Poison und stirbt einfach. Killt ihn da oben, killt ihn, killt ihn, killt ihn. Ja! So, Henrik, glücklich zum zweiten Platz. Sehr verdient auf jeden Fall. Okay, schade. Verdient hat seiner Platz auf jeden Fall für Henrik, ne? Sehr, sehr geil. Da haben wir es. Shelly, Rang 10. 888 Trophäen, lol. Wir haben eine ganze Menge im Pass. Das werden wir am Ende alles öffnen. Ganz kurz.
Bam, 13 Stufen und noch den kompletten Trophäenpfad, das wird heftig werden. Also, wir werden am Ende alles öffnen und jetzt würde ich sagen, schauen wir erstmal, Mama Nita. Okay, bei Nita würde ich sagen, bevor wir den jetzt pushen, wir haben so viele Powerpunkte, Nita ist eh stark. Los geht's. Power 7. Und damit haben wir nämlich Gadgets freigeschaltet. Das ist schon geil. Hier, alle Brawler ab Power 7 kriegen einen Gadget-Slot. Genau, ich weiß, was ein Gadget ist. Let's go. Wir kaufen uns auf gar keinen Fall beide. Das ist nämlich viel zu teuer für uns am Anfang. Schild oder Stun. Let's go. Bärentatzen. Damit können wir den Gegner lähmen. Hier, Nita befiehlt ihren Bären, einen donnernden Hieb auf den Boden abzufeuern, der alle Gegner im Umkreis lähmt. Der sieht übel nice aus. An was Gadget. Ich muss mal screenshotten. Wie geil. 1000 Münzen und das ist das erste Gadget. Power 7, der erste Brawler auch. Und den pushen wir jetzt auf Platz 1, also über Gray. Und dann haben wir nämlich auch die 1000 Trophäen. Alles entspannt. Nice. Okay, jetzt mal testen direkt. Und vor allem sind wir Power 7, haben eh mehr Leben. So, Bär rein. Stun. Haben leider nur den Barley erwischt, aber ich meine, immerhin. Lieber die anderen sind irgendwie auch ganz weit weggelaufen. Oh, ich kann nochmal Stun drücken. Nice, erstes Game mit dem neuen Gadget. Oh ja, 3 Quests direkt. Richtig. Oh ja, oh ja, oh ja. Bald zu mir. Du hast die Chance. Ja, und jetzt direkt den Bären. Mit den Bärentatzen rein. Oh ja, oh ja. Noch ein Bären, einfach für den Flex. Ich hätte Nita doch übel geile Skins. Ich mag diesen Weihnachts-Nita-Skin auch übel. Der ist schon geil. Nice. Oh ja. Oh, noch die erste Nita-Quest schon mal geschafft. Gewinne 5 Kämpfe, schon mal marken. Habe ich nicht noch eine Brawlball-Quest gehabt? Oh, Sekunde mal, nein. Sag mir jetzt nicht, dass die Brawlball-Quest... Passe den Ball 8-mal. Ja, easy. Ehrenmann. Oh, der passt auch richtig scheiße, sorry. Die denken sich auch so. Was geht denn bei denen ab? Ah! Oh, der war ja richtig scheiße, der Schuss. Oh! Jetzt habe ich nicht gecheckt, dass ich den Ball habe, sorry. Jetzt aber... Mein Fehler. Okay, eine Runde noch, würde ich sagen. Dann nochmal neues Team. Yes, die Ball-Pass-Quest nämlich direkt abgeschlossen. Das meine ich halt. Oh, ein neues Ereignis. Oh, Wirbelhöhle ist drin. Ja. Nice. Nice. Let's go. Das heißt, wir haben jetzt ganz entspannt 136 Trophäen. Sind es ein Sieg vor Rang 10 und 3 Siege für 1000. 1000 Trophäen auf dem Account. Sehr, sehr geil. Let's go, Leute. Die letzten 3 Runden. Oh Gott, was denn? Oh Gott! Das ist so eine Kackrunde, egal. Wir haben die Rang 10 geschafft. Wo hat der nächsten Bären so schnell hergehabt? Was? Egal, Rang 10, sehr, sehr geil. Genau bloß eine Trophäe. 20 Trophäen brauchen wir noch. Ja, tut mir leid. Die Arme, die dachte so, die hat eine Chance. Spike, lol. Ich wusste, dass er da steht, wegen den Cubes. Ich wusste es. Okay, auf den Punkt genau, wenn wir jetzt gewinnen, 160 und dann noch eine Runde oben drauf, dann ist der höchste Brawler und wir haben dann die 1000 Trophäen. Das ist der Smash VIP, den müssen wir irgendwie kriegen. Ey! Jetzt hat er noch mein Dings abgestaubt, ne? Schade. 998! Ey, wir hätten es genau geschafft sonst, aber egal. Das heißt, Rang 10 haben wir sicher, wir brauchen noch einen Sieg jetzt und dann haben wir auch eine ganze Menge zu öffnen, ne? Jetzt lenkt er meinen Bären rüber. Ah, ist er dumm? Ist er dumm? Oh, Mann. Hä? Er dachte, ich wäre hinter den Bären wahrscheinlich. Oh. Ah, haben wir aber. Nice. Ey, geil. Das heißt, wir haben die 1000 Trophäen am dritten Tag geschafft im Projekt. Was eine geile Folge wieder. Zack, da hören wir das Geräusch und ihr seht es, wir haben im Pass, ach, ihr seht es gerade nicht, 16, da, 16 Stufen. Alter, das wird geil werden. Okay, dann lass mal anfangen. Okay, zuerst 50 Powerpunkte, das ist schon mal geil. Clubs freigeschaltet. Wir werden automatisch im Club erstmal zugeordnet. Wir machen aber eher einen eigenen auf, oder? Ultra Pro 2020. Ja, dieser Club könnte perfekt für dich sein. Ja, das sehe ich auch so. Jonas, neuer Club. So, ab 0 Trophäen, offen. Könnt eure zweite Coins auch easy rein. So, Abzeichen, Krone, rote. Nice, Club gegründet. Das ist der neue Club. Jonas, neuer Club. Lol, wie schnell ist das hier bitte drin? 12, 13. Ich habe doch nicht mal auf Gründen gedrückt. 100 Powerpunkte kriegen wir noch. Und jetzt 320 Quere 2000 Trophäen. Das ist krass viel. Let's go. Und damit... Ernsthaft? 10 Marken? Ernsthaft? Oh Mann, okay, dann holen wir den Pass ab. Oh Mann, ja, ich werde jetzt keine 2 Gems ausgeben. Wir holen die jetzt. So. 16 Stufen haben wir heute geschafft. Warum so viel? Krank.
160 Powerpunkte. Die werden wir noch alle ausgeben gleich. Münzen. Credits. Und damit haben wir schon mal Ems. Kriegen wir noch was direkt noch? Let's go, der erste epische Brawler. Ems versprüht ihr Hochdruck-Haarspray und verursacht damit Schaden über Zeit. Mit ihrem Superskill verlangsamt sie Gegner. Könnten auch zu Bow wechseln oben. Machen wir aber nicht. Selten noch. Oh, dann können wir noch schaffen. Wir kriegen noch einen. Okay, jetzt die Qual der Wahl. Bull oder Brock? Was sagt ihr, Chat? Ja, Brock. Ich sehe ich auch so. Brock auf jeden Fall zuerst. Ich finde Brock übel nice. Der ist übel stark auch vor allem. Und wir haben schon fast die Hälfte. Oh mein Gott. Wir kriegen den auch noch heute fertig. Pass auf. Powerpunkte. Wir haben schon fast 1000 Powerpunkte. Wir kriegen den ersten chromatischen Ball. Sekunde mal. 320 von 500. Ja, noch nicht ganz genug, aber bald. Okay, weiter. Münzen. Noch mehr Powerpunkte. Credits. Es reicht. Hä? Noch ein Brawler, sogar zwei direkt. Oha, wir haben fast alle seltenen. Wenn Brock nicht gerade damit beschäftigt ist, Gegner aus der Distanz mit Raketen zu befeuern, stellt er auf dem Dancefloor seine feurigen Tanzmoves zur Schau. Neue Beschreibung, auf jeden Fall interessant. Oh Mann. Super selten, super selten. Okay, Chat wieder. Zwei. Okay, oh, schwierige Auswahl. Dynamite oder 8-Bit? Ah, ich wäre auch für 8-Bit. Ich finde 8-Bit richtig nice. Let's go. Da haben wir ihn. Okay, das wird noch ein Weg werden. Wenn wir jetzt auch noch 8-Bit freikriegen. Okay, Credits fehlen uns noch 140 für den ersten chromatischen. Münzen nochmal. Noch mehr Credits. 100. Jetzt haben wir schon über 1200 Powerpunkte. Alter, wie viele Stufen wir geschafft haben. 400 von 500 Chroma Credits haben wir. Das haben wir bald. 10 Gems, nochmal Münzen. Und nochmal Credits. Geil. Oh, wir können auch hier was abholen. Ah, Mapmaker freigestellt. Ach, lol. Also, Power Level 3 auf jeden Fall wieder für alle Brawler. Das machen wir immer. Ems auch Power 3. Okay, die Zuschauer wünschen sich erstmal, dass wir hier noch einen Brawler Power 7 machen. Dann schreibt mal rein, welchen Brawler ihr Power 7 wollt. Okay, alle sagen ja, gut, dann machen wir das. Okay, Jesse auch noch Power 7. Wenn ich jetzt halt die Münzen ausgebe, ist das alles weg fürs Gadget. Ne? Ich mach's trotzdem. Rückstoßfeder. Damit machen wir für 5 Sekunden nochmal doppelte Geschwindigkeit. Ramschi heißt der. Okay, dann lass noch ein paar Power 4 machen, die wir noch schaffen. Unser Brock auf jeden Fall direkt Power 4. Nee, lass Brock nochmal auf Power 5 schon mal upgraden für die nächste Folge. Also, da haben wir drei Brawlers Power 7 mit einem Gadget. Die werden wir in der nächsten Folge testen. Wir haben Brock und Ems neu auch schon für die nächste Folge. Und 5 Brawlers Rang 10 haben wir schon und 1000 Trophäen erreicht. Alter, es wird geil werden die nächsten Folgen wieder. Bis dahin, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt und das Projekt supporten wollt. Danke, dass ihr das Ganze ja, so feiert. Und hier ist noch der Abspann, wenn ihr die letzten Folgen verpasst habt. Und haut rein. Ciao.